Hallo und herzlich willkommen zu Dying Light. Tja, wir sind hier immer noch in der Schule und ich suche da Schlüssel. Und ich musste da das letzte unterbrechen. Na, das sind die Schlüssel, die konnte ich in der letzten Folge nicht aufnehmen. Ich musste da unterbrechen, weil wie die Zeit davon gelaufen ist. Da waren wieder mal 20 Minuten vorbei, ein bisschen drüber sogar. Und ich muss da immer wieder mal eine Pause machen. 20 Minuten, also sprich, für die Aufnahmen, sonst dauert die Aufnahme zu lange. Oh, oh. Was ist das denn? Okay. Und wir müssen irgendwo hin, wo es ziemlich groß ist. Hey, das klappt ja. Cool. Oh. Tritt dir direkt den Shadow an. Und du gehst da mal. Oh. Du bleibst auch auf dem Boden. Dich tritt an die Wand. So. Schauen, was hier drin ist. Ein Buch erhalten. Für was brauche ich ein Buch? War ich hier nicht schon mal drin? Ich denke schon. Ja, war ich. Wow, wow, wow. Weg mit dir. Oh Mann. Ich probiere die Granate mal aus, mal schauen, ob die gut ist. Yep, definitiv gut. Definitiv gut. Da ist überall nichts Lohnenswertes drin. Alles leer, aber ich muss weiter runter. Genau das meine ich. Ich möchte eigentlich nicht weiter runter. Ja, du bist ganz toll mit deiner Explosion. Hör doch auf zu schreien. Muss ich? Ich muss. Na dann, in die Höhle des Löwen, würde ich sagen. Das ist nicht gut. Das ist verdammt mich nochmal nicht gut. Kann ich das? Natürlich nicht. Das war natürlich auch klar. Wow, wow, nein, nicht explodieren, explodieren und ich muss weg. Die Musik ist wieder so creepy. Ich überprüfe zuerst noch alles, was offen ist. Nicht, dass ich da eine böse Überraschung habe. Die werde ich wahrscheinlich so oder so haben. Nein! Kannst du mir hier mal helfen? Ja, klar. Du bist vielleicht ein Trampel. Steck doch gleich den Kopf aus der Tür und ruf. Hier sind wir. Kommt uns holen. Hey, man muss nicht immer alles komplizierter machen. Das ist nötig. Oh, Scheiße. Das ist Plastiksprengstoff, oder? Ah.
Also, nimm das Zeug und geh zum Turm. Ich kümmere mich um die hier. Mach dich nicht lächerlich. Wir kämpfen gemeinsam. Und denen den Sprengstoff überlassen? Nein, geh. Ich mach das. Wir sehen uns an dem Turm. Versprich mir, dass du Rahim vom Nest fernhältst. Natürlich. Versprochen. Und nun geh schon. Ja, aha. Immerhin Menschen. Die klatsche ich an die Wand, kein Problem. Aber die Zombies, das sind die großen wahren Probleme. Ist gemütlich da. Ja. Oh, schön. Kommt noch mehr von euch? Das hat sich jetzt auch erledigt. So, und jetzt nach. Ja, verlassen. Das Scheißloch. Mist. Jade und ich waren auf der Suche nach Antizin und haben stattdessen Sprengstoff gefunden. Jetzt müssen wir schnellstens hier weg, bevor Tahir zurückkommt. Joa. Oh. Na, was ist das denn? Boah, das war wieder mal ich. Was habe ich ja schon aufgemacht? Train? Du wolltest doch mit mir reden, wenn wir kein Antizin finden. Ja, Jade. Ach, egal. Es ist nicht mehr wichtig. Gut, hör zu. Ich gebe Said den Sprengstoff, du redest mit Rahim. Sorg dafür, dass er sich vom Nest fernhält. Nachricht, Jade. Keine Angst. Danke. Nacht überlebt. Unbemerkt. Kriege ich Punkte dafür. Ich habe gar nicht viel gemacht. Tja, wir gehen mal zurück zum Turm. Gehen Sie zurück zum Turm? Ja, das ist definitiv die Aufgabe. Gut. Dann machen wir mal weiter. Denn die Hauptstory haben wir schon viel zu lange einfach schleifen lassen. Oh, Blumen. Meine Pflanze. Mache ich wieder den Fehler, dass ich auf dem Knopf drauf bleibe, um es aufzunehmen, weil ich mir das irgendwie so gewohnt bin. Dabei muss ich nur einmal drücken, dann ist schon gut. Tja. Was war das jetzt? Feuer? Warum brennt das bei euch? Mann, seid ihr bescheuert. Mann, bin ich bescheuert. Ich habe keine Orientierung mehr. Hoch da. Ups. Da wollte ich nicht rein. Mal schauen, wie du auf Sprengstoff reagierst. Manchmal einfach zuschauen. Ja. Ich lasse den großen Buben mal. Oh. Ich lasse den großen Buben doch nicht. Und los geht's. Hallo Freund. So, ist nochmal eine Granate. Na geht doch. Das nehmen wir. Ah, das kann ich nicht mitnehmen, schade. Ja, lassen wir es liegen. Macht nichts. Schon wieder einer hinter mir, ja? Scheißegal. Ich mach weiter. Und drin. Und
Gibt es noch eine Mission hey, für mich? Hast du das Haus gesehen, aus dem roter Rauch steigt? Wenn Rais Männer das sehen, werden sie dem Kerl dort einen Besuch abstatten. Jemand sollte ihn warnen. Ich habe genug andere Sorgen, aber ich überleg's mir. Ja, danke dir. Für die tolle Information. So, jetzt komme ich endlich noch zu dem, was ich unbedingt machen wollte, denn ich habe da noch Unmengen an Gegenständen, die ich verkaufen kann. Zuerst mal 2D, Bodenplanken, das brauche ich nicht, Sichel brauche ich nicht, das brauche ich nicht, die Brechstange, alles egal. Und dann hier, ich habe gefarmt, man sieht es, Zigaretten, 99, unglaublich viel. Wie man das macht, kann man da auf Nexus Gaming, auf meinem Hauptkanal, kann man da den Playlist suchen. Man kann da nämlich ziemlich gut die Gegenstände farmen und ich verkaufe das jetzt. Alle verkaufen. Die auch. Alle verkaufen. Kosmetika, Kaffee, alle verkaufen. Zigaretten, alle verkaufen. So, jetzt habt ihr gesehen, die Kohle richtig schön rauf. Gewehrmunition kaufen wir noch, Pistolenmunition kaufen wir noch und Schrotflinten. Na, das geht nicht, schade. Dann Medikits auch noch, das ist immer gut, wichtig. Ja, so schade. Doppelläufige Schrotflinte, kann ich mir die leisten? Oh yes! Na, dann kaufen wir das Ding doch gleich, oder? Muss doch sein, muss doch sein. Was kein freien Slot. Ich hätte da ein Schnäppchen. Ja, ja. Schnäppchen. Wir werfen da die Baumgun rein. Für dich. Und jetzt die Munition kaufen. Komm. Aber ich habe doch die Waffe. Ich habe ja jetzt eine Baumgun. Aber ich habe genug Munition, so wie es aussieht. Mehr als genug. Oh, ich freue mich. Die Baumgun probieren wir nachher aus. Ah, yes. Hier gibt es immer was zu tun. Das ist schön. Hast, und los. Blick aufs schwarze Brett. Das habe ich schon gemacht, das schwarze Brett. Da habe ich alle Missionen bereits bei mir. Jade hat mich angefunkt. Sie wird Sahid den Sprengstoff bringen. Sie hat mich auch gebeten, mit Rahim über das Schattenjägernest zu reden. Sie will sicher gehen, dass er sich davon fernhält. Zum Fortfahren X drücken machen wir. Zurück im Turm. Was ist das? Was war das jetzt? Ich schau mal, ob ich da noch Munition kaufen kann. Bei dem guten Mann. Oder verkaufen die Wickel? Die verkaufen scheinbar das gleiche, so wie es aussieht. Ja, oben. Oh, nein, Moment, Moment. Da, doch, definitiv, Gewehrmunition. Und Pistolenmunition auch. Maximal. Und die Medikits, die brauche ich auch immer. Hast du per Zufall noch? Nein, hat er nicht. Ich habe gehofft, dass er Chemikalien dabei hat, dass ich noch mehr Sprengstoff bauen kann. Geht leider nicht. Sehr schade. So, wir gehen da mal rein und reden mal mit unserem Kumpel. Falsches Fenster. Ich muss noch eins hoch. Ach so, jetzt. Oh. Das mache ich wieder. Noch weiter hoch. So. Ich war schon lange nicht mehr hier. Komm. Crane, Said hat mir von dem Sprengstoff erzählt, den ihr gefunden habt. Perfekt. Jade hat ihn Said gegeben. Er war bei einem Entschärfungskommando, kennt sich also aus. Ja, ein glücklicher Zufall. Antizin zu finden wäre aber noch besser gewesen. Mein Kumpel Oma sorgt dafür, dass Said das Zeug mit Zeitschaltern ausstattet. Wir müssen ja Zeit haben, rauszukommen, bevor alles in die Luft fliegt. Oh, wir? Es gibt hier kein Wir. Ja, das Nest muss vernichtet werden, und das geht jetzt auch. Aber ich werde das erledigen, und zwar alleine. Aber das ist mein Plan! Und ich werde ihn perfekt ausführen, versprochen. Aber... verdammt. Es hat eh keinen Sinn, mit dir zu diskutieren. Ich melde mich, sobald Said die Sprengladung vorbereitet hat. Es ist also abgemacht? Wenn's sein muss.
Haben wir einen Deal? Ja. Wir haben einen Deal. Okay, noch was. Ich habe so einen merkwürdigen Infizierten gesehen. Ist Dr. Zira im Anhänger? Ich brauche mal seine Meinung. Nein, er ist unten in der Krankenstation bei Dr. Lena. Danke. Wir sehen uns. Tut mir leid, Kumpel. Sorry. Aber die Sicherheit ist wichtiger. Viel wichtiger. Haben wir hier eigentlich neue Räumlichkeiten oder warum sieht das so speziell aus? Naja. Unten bei der Krankenstation, das ist auf der Höhe hier. Und zwar hier drin. Quatsch mit Soße. Hier hinten drin. Hier geht's rein. Hi. Gut, dass sie das Labor dicht gemacht haben. Das hat viele Leben gerettet. Ach, schon bald wird jemand ein neues aufmachen. Die leeren Antizinampullen, die überall rumliegen, laden geradezu zum Missbrauch ein. Jeder kann sie aufsammeln und irgendwas einfüllen. Sie sollten sie besser vernichten. Wir haben alle Fläschchen im Turm eingesammelt. Und Bracken zahlt $10 für jede Flasche, die ihr Kuriere da draußen findet. Gut zu wissen. Hi. Da war noch eine Nebenmission, die ich da offen hatte. Doktor, haben Sie einen Moment? Oh, Kane, richtig? Ja, was kann ich für Sie tun? Crane, ich habe Ihnen doch von diesem merkwürdigen Infizierten erzählt, der sofort Reißaus nahm, als er mich sah. Nun, ich habe gerade wieder so einen gesehen. Ich entsinne mich, dass Ihre Kollegen darüber gesprochen haben. Sie nennen sie Flüchter. Anscheinend bevorzugt dieser Typus bestimmte Bereiche der Stadt und zeigt sich nur nachts. Denken Sie, Sie könnten einen fangen und mir eine Gewebeprobe bringen? Eine Spekulation. Aber falls diese Kreaturen tatsächlich die Stellen bevorzugen, an denen ich meinen experimentellen Köder ausgelegt hatte, aber warten wir es ab. Bitte besorgen Sie mir eine Probe. Kommen Sie schnell zurück, wenn Sie sie haben. Sie muss frisch sein. Okay, und wo genau finde ich diese Biester? Soweit ich weiß, sollte der Quartiermeister auf dem Laufenden sein. Ja, dann auf zum Quartiermeister. Der ist ganz... Oh nein. Wir haben da wieder neue Nebenmissionen. Hi. Scheint, als hätten im Bazar auch welche überlebt. Die Hexe soll dort sein. Wenn jemand einen Weg finden kann, dieses Chaos zu überstehen, dann ist es Dahlia. Sie soll eine Hexe sein? Sie nennt sich selbst so. Behauptet, dass die Infizierten sie dank ihres Voodoo-Hokuspokus nicht einmal berühren. Sie soll unbehelligt die Stadt durchqueren. Nachts. Vielleicht weiß sie was Wichtiges. Ja, vielleicht. Vielleicht ist sie aber auch einfach nur eine totale Hochstaplerin. Das klingt interessant. Du hast noch was mit vor? Ich habe ein paar Leute in der Schule gesehen. Was die da wohl machen? Nicht mehr viel, die sind alle tot. So, dann gehen wir mal runter. Zum Quartiermeister. Ich soll für Sarah eine Gewebeprobe des Flüchters besorgen, den ich bei der Schule gesehen hatte. Da sich Flüchter laut Sarah nur in bestimmten Bereichen der Stadt zeigen, werde ich meine Suche auf das dortige Gebiet konzentrieren. Sobald ich die Probe habe, muss ich sie umgehend zu Sarah bringen. Sie muss frisch sein, meinte er. Frisch, also? Ja. Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Ja, ich nehme das an. Ich nehme alles an. Hauptsächlich, dass ich es einfach mal... Ich erhalte Funksprüche aus anderen Teilen. Rahims Elektronikbauteile. Die Funkgeräte wird er damit nicht reparieren. In Wahrheit will Rahim einen Roboter-Kurier bauen. Eine seiner verrückten Ideen. Schön, dass ich das direkt abgeschlossen habe. Ich musste da gar nicht viel machen. Cool. Ja, wir gehen noch zu dir. Weiß gar nicht, was sie tun. Dr. Zira meinte, sie wüssten, wo ich diese Flüchter finden kann. Extrem flinke Infizierte, übersät mit grünlichen Beulen. Ah ja, ja, ich kann Ihnen zeigen, wo sie sich aufhalten. Hier, hier und hier. Aber wenn Sie mich fragen, wenn Sie keinen Ärger haben, warum suchen Sie dann welchen? Ein guter Punkt, danke. Joa, toll. Ich kann hier noch Pakete abliefern. Die Vorräte.
Dann warst du schneller als Reis. 95.000. Wow. Ich habe da unglaublich viele Pakete mal gesammelt, weil ich dem Kumpel immer noch geholfen habe. Das nehme ich alles mit. Die einfache Sichel lasse ich mal da. Boah, bin ich... zweimal aufgestiegen. Oh, Wurfhaken! Lernen Sie, wie man einen Wurfhaken baut und diesen einsetzt, um sich in der Umgebung frei zu bewegen. Falls Sie den Wurfhaken niemals verlieren sollten, erhalten Sie beim Quartiermeister einen neuen. Möchte ich, natürlich. Die Belohnung finden Sie in Ihrem Besteck, in einem beliebigen Unterschlupf oder Sie erhalten sie vom Quartiermeister. Quartiermeister! Hallo? Wurfhaken. Das Funksignal ist stärker. Muss ich den eigentlich ausrüsten? Wahrscheinlich schon. Aber zuerst schauen, was wir noch haben. Kritiker, lernen Sie, wie Sie Entwürfe effektiv einsetzen können. Sie erzielen häufiger kritische Treffer. Cool, machen wir auch. Joa, sehr schön. Der Wurfhaken wird hier gegen das Schild getauscht. Du hast noch was? Die Späher haben Leute die Schule betreten sehen. Irgendwas geht da vor sich. Das wissen wir bereits. So, bevor ich aber die Flüchtler mache, mache ich nochmal eine Pause und im nächsten Let's Play jagen wir dann die Flüchtler. Bis dann!